So, hallo. Ich habe gerade das andere Video beendet, also den anderen Vlog, und starte jetzt mit dem neuen. Habe ich gerade erzählt, dass die Nachtschicht nicht so schön war und dass ich hier mir gerade was gönne. Giotto, Duplo, Kinderriegel, Hanuta und Küsser und 911 gucke. Genau. Denn der Urlaub hat endlich begonnen. Genau. Wenn ihr das seht, da bin ich schon wieder aus dem Urlaub zurück, leider. Aber das ist ja nicht schlimm. Genau. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Wir sind jetzt 2 Wochen in Schweden. Wie gesagt, an dem Sonntag, wo das Video online kommt, da kommen wir wieder zurück, weil das ist dann genau 2 Wochen später. Ich habe Maya mit runtergenommen, weil die ihn Alex immer aufweckt. Ich habe mir gedacht, ich lasse sie jetzt hier unten. Es hört sich so an, als wenn jemand runterkommen würde. Mal gucken. Ich nehme euch jetzt auf jeden Fall heute mit, wie ich dann zusammenpacke. Und um 22 Uhr nachts geht es dann auf jeden Fall los. Sitz. Mit dieser kleinen Maus. Die kleine Maus, die bekam gestern von uns noch Verbände dran, weil das Problem war, dass sie wunde Pfoten hatte, wo sie immer dran geschleckt hat. Das hat dann der Alex gestern eingeschmiert und da sie es immer runtergeschleckt hat, haben wir einen Verband rumgemacht über Nacht. Genau, und Maya kommt natürlich mit und wir fahren mit Alex, seinem Bruder und also meinem Schwager, meiner Schwägerin und logischerweise unserem Neffen. Und ja, da will ich euch natürlich mitnehmen. Das heißt, der Vlog, glaube ich, wird ein bisschen länger werden, weil ich natürlich versuche, so viel wie möglich zu filmen. Ist auch immer eine schöne Erinnerung, finde ich. Und dann könnt ihr auf jeden Fall Schweden mal ein bisschen sehen. Ich bin schon so gespannt und ich freue mich schon so drauf. Ja, aber jetzt werde ich das jetzt erstmal genießen, meine Serie gucken und dann noch ein bisschen schlafen, bevor ich das alles mache. Bis dann. Ich habe auf jeden Fall 1, 2, 3 Kleider dabei. Eine Stoffhose, die Hose und das Oberteil. Das lasse ich an, zusammen mit der Jacke, weil es bequemer ist. Einen Sport-BH, habe auch einen Sport-BH jetzt an. Meinen Avocado-Schlafanzug. Ein schwarzes Top, ein weißes Top, ein schwarzes T-Shirt. Eine kurze Hose, falls ich das brauche. Und einen Pulli, wenn es wäre. Aber wie gesagt, ich habe eine Jacke auch noch dabei. Hier ist mein ganzes Schminkzeug drin. Da habe ich wirklich nur zum leichten Schminken das Essence Mousse Make-up Concealer. Ein bisschen Rouge, Puder und so weiter, aber mehr nicht. Genau, einmal so ein Handtuch, das habe ich von meiner Schwiegermama bekommen. Das ist zum Umwickeln, also für Strandtage. Badeanzug natürlich. Deo, den Conditioner, der bei der Haarpflege dabei ist. Garnier Micellenwasser, das ist so ein kleines Notfallset tatsächlich. Also da ist ein Nähset, ein Nagellack und was weiß ich drin. Das habe ich mir mal für die Hochzeit gekauft, habe ich aber nicht gebraucht. Einmal einen Cognac-Sponge, meinen Kopfschmuck, dann mein Handtuch, Haargummi, ja, das sieht so aus, weil ich meine Haare gefärbt habe. Einmal so noch ein Haargummi, falls ich meinen verliere. Diverse Masken, Augenmasken, eine Lippenmaske und Gesichtsmaskenpaar. Genau, also da bin ich auf jeden Fall auch ausgestattet. Dann Trockenshampoo, feste Spülung, festes Shampoo und eine feste Dusche mit Micellenwasser, was für die Haare zum Pflegen. Bodycreme, meine neue Sonnencreme, Trockenshampoo habe ich schon gesagt und diverse Cremes, Augencreme, ein Peeling, das Waschgel von Shiseido, eine Nachtcreme, ein Toner von Caudalie, glaube ich. Genau, also da bin ich auf jeden Fall
auch versorgt. Dann natürlich meine Bürste muss mit. Jetzt habe ich hier noch das Öl, aber das Kleine, ich habe das in groß auch noch, aber jetzt verwende ich erst das Kleine. Einmal den Travel-Rasierer, noch ein paar Socken. Einmal ein Kartenspiel, zum Kartenspielen dann. Ladekabel für meine Powerbank, Ladekabel fürs Handy, Sonnenbrille. Powerbank, mega, die habe ich schon seit gefühlt. Also die habe ich bestimmt schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr verwendet. Das letzte Mal noch aufgeladen, jetzt passt auf. Wo ist der Knopf? Hier ist er. Einfach noch 100%. Also ich guck mal, ob ich die Powerbank für euch finde. Die ist wirklich mega. Ich kann sie euch nur empfehlen. Genau, und einmal, da sind ein paar Tabletten drin. Also was gegen Übelkeit, Buscopan für mich ganz wichtig, Pflaster und so weiter. Genau, und Handgel für meine Handtasche. So, mein Diamond Painting ist dabei, zwei Bücher, Laptop und ein paar Spiele nehme ich noch mit. Und bin am Überlegen, ob ich vielleicht die Switch auch noch mitnehme. Mal gucken. Jetzt beim Burger King und ich habe mir Chili Cheese Fries geholt. Ja. Komme ich nicht auf. Und was ich schon mal gut finde, hier gibt es Besteck dazu. Gibt es bei uns nicht. Mega. Endlich mal sprechen während des Flugs. Ihr habt da schon ein bisschen was gesehen. Wir waren jetzt unterwegs, sind gestern um 21 Uhr losgefahren. Die Fahrt, die war so anstrengend. Hatte ja Nachtschicht, hab dann geschlafen. Um 21 Uhr auf Nacht ging es dann los. Wir haben uns abgewechselt mit dem Fahren, aber die letzten zwei Stunden, auch wenn Alex müde war, ich habe nicht wechseln können, weil ich ständig weggepennt bin. Ich habe nicht wach bleiben können, ganz schlimm. Ja, und Maya, die war so lieb. Also da hat sich überhaupt nichts gefühlt. Die sind gelegen, die hat sich ruhig gehalten, hat geschlafen die ganze Zeit. Die haben natürlich, ich glaube, so alle zwei Stunden ungefähr Pause gemacht und haben Maya rausgelassen, damit sie ihm pinkeln kann. Das Problem ist, sie wollte an den Raststätten nicht pinkeln. Heute früh gab es dann bei Starbucks erstmal ein Frühstück. Da gibt es so ein Bacon and Egg, Cheese Bacon and Egg Bagel. Wenn ihr den mal bekommt, probiert ihn. Der ist so lecker. So lecker. Genau, den gab es zum Frühstück. Und meinen Java Chip Chocolate, den ich natürlich liebe, habe ich aber jetzt nicht gefilmt, da war ich zu müde. Und einen Muffin, einen Schokomuffin. Für meinen Mann gab es, glaube ich, dasselbe bis auf den Java Chip Chocolate. Und dann sind wir weitergefahren. Heute Mittag gab es noch Chili Cheese Fries vom Burger King hier in Dänemark. Und schon beim Reinfahren, also die Landschaft, die ist einfach nur mega. Sind wir so begeistert, ich bin mega gespannt. Ich war jetzt noch nicht draußen, aber mal anschauen und der sagt, das ist einfach Hammer. Das Haus, das ist auch echt toll. Also wir haben Tipps bekommen von dem Eigentümer und Regeln. Anscheinend hat es schon welche gegeben, die so richtig nicht sehr schön mit der Wohnung bzw. mit dem Haus umgegangen sind und da mussten sie entweder was ersetzen oder sauber machen und so weiter. Also dass man sich meldet, wenn was kaputt gegangen ist und dass man die Wohnung wieder so hinterlässt, wie sie davor war. Was für mich eigentlich selbstverständlich ist, aber für manche anscheinend nicht. Und ich meine, kaputt gehen kann immer was, aber dann muss ich halt für den Schaden noch einstehen. Das
Das Haus an sich ist super. Also wir haben einen Riesengarten, der eingezäunt ist für Maya. Ist mega. Wir hätten auch zwei Garagen draußen. Ich glaube aber, mein Mann passt mit dem Dachzelt nicht rein. Wir haben insgesamt 4 Schlafzimmer, von denen wir bloß 3 benötigen. Und eine Riesenküche, ein Riesenwohnzimmer mit Fernseher. Also man kann sich echt nicht beschweren. Es ist einfach nur ein Traum. Und mit der Landschaft werden wir auf jeden Fall dem nächsten Tage noch was sehen. Mein Mann ist jetzt noch alleine gekommen, aber ich werde natürlich die nächsten Tage auch noch mitgehen. Heute war ich zu fertig, beziehungsweise ich habe noch meinen Vlog bearbeiten müssen für nächste Woche. Den habe ich einmal jetzt bearbeitet und werde ihn online stellen, damit ich dann meine Ruhe habe die nächsten 2 Wochen. Ja, wenn ihr den seht, bin ich ja leider schon wieder zu Hause, aber das ist, Entschuldigung, bin einfach wieder aktuell Gott sei Dank noch Zukunftsmusik. Genau. Es sollte natürlich nicht viel passiert, außer fahren, Pause, fahren und Ankunft. Ich zeige euch jetzt noch schnell, was wir so zu essen mitgenommen haben, weil das wollte ich eigentlich zeigen, bevor ich fahre. Hat aber mein Mann schon ins Auto gebracht, deswegen zeige ich es euch jetzt. Naja, wir haben unsere eigene Bettwäsche noch mitgenommen, weil wir dachten, es gibt keine, anscheinend gibt es eine. Das zeige ich euch aber jetzt im Stillen, weil mein Schwager und meine Schwägerin schlafen und die will ich natürlich nicht auch aufwenden. Das heißt, ich zeige es euch bloß, ohne jetzt dazu zu reden.
wie ich gesehen habe, schwimmen sie endlich, unsere kleine Schwimmente. Sie liebt es. Und es ist so schön ruhig hier. So eine kleine Hütte. Da kann man sich auch reinsetzen, hier kann man Feuer machen. Ich sitze jetzt hier auch auf der Bank. Man hört wirklich gar nichts. Bei uns hört man immer irgendwie Bauarbeiten und sonst was, aber hier nichts. Gähnende Leere. Richtig angenehm. Und windig. Ja, das Wetter springt in Schweden sehr, sehr schnell um, aber stört uns nicht. Cool, die haben tatsächlich schwarze Nacktschnecken hier. Die sehen echt cool aus. Kofferraum. Alex geht runter mit Maira.
Wir haben jetzt tatsächlich versucht, ob wir da schlafen können, aber Mai ist so erschrocken worden von den Mücken. Weil natürlich das Fenster nicht zumachen können, weil es sonst so warm wird. Ja, aber den Rückschlag haben wir gehalten, jetzt sind wir gefahren. Da ist ein mega schöner Fluss. Die Brücke, die ist 1370 irgendwas gebaut worden. Guck. Mega schön. Zeigen. Wir haben hier einmal eine Kerze, Zitronenkerze, ja, Citrusplash, damit die Mücken nicht so nerven. Dann einmal, ich habe keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall irgendwas mit, ich glaube, dass das Preiselbeere oder so ist und irgendeine Blume. Und dann hier einmal Knäckebrot. Ich habe keine Ahnung, was das ist, irgendwas mit Salz und Schokolade, also irgendwie so Hörnchen, die mit Schokolade überzogen sind. Das sieht mega lecker aus. Und dann einmal die Polis gibt es hier. Die hatte ich ja schon mal in der Vernaschen die Weltbox drin. Dann einmal, die sieht aus wie so ein Baiser mit Schokolade. Das werden wir auf jeden Fall zusammen probieren. Einmal, ich liebe sie. Ich liebe sie. Also bevor ich heimfahre, nehme ich noch ein paar mit. Die kriege ich sonst immer nur bei Ikea und der ist halt eine Dreiviertelstunde von uns entfernt. Einmal die Giffler Zimtschnecken. Einen Käse, der muss der auch sein. Lecker. Dann einmal Potato Sticks Sour Cream Onion. Einmal, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber auch so Kringel. Einen Toast, italienisches Landbrot, dann ein China-Snack, so Puffreis in Schokolade, denke ich. Es gibt tatsächlich auch eine Kinderüberraschung hier, so Fun Egg, Mr. Chock. Dann haben wir 15 Eier, dann eine Zahnpasta, den hat sich mein Mann mitgenommen, King Size Schoko Biskuit. Einmal Gummibärchen, Radwiss-Surmix, einmal Kokos-Sechserpack, die waren sogar 30% billiger. Einmal, ich glaube, dass das so eine Ballerballerschlange ist, wenn ich mich nicht alles täusche, aber ist auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Zweimal Zahnpass-Bürste und einmal Perlbuller-Kackkungen, keine Ahnung, was das ist, genau. Hat alles insgesamt 50 Euro gekostet, echt wahnsinnig teuer, aber das ist dieses Teil und das probieren wir jetzt. Baiser und Schokolade. So, heute melde ich mich mal wieder. Gestern habt ihr ja bloß Handyvideos gesehen. Die Kerze, Zitronenkerze, die haben wir von Lidl. Das ist eine Holzduft. Die ist jetzt zwei Nächte durchgebrannt und die ist noch nicht bis zur Hälfte leer. Aber wir haben auf jeden Fall noch einige Kraft für zu Hause, denn die Mückenplage in Schweden ist leider sehr groß.
Ja, eigentlich wollten wir gestern im Dachzelt schlafen, in der freien Natur, aber ja, Maya ist so erstochen worden, also zerstochen worden von den Mücken. Die hat überall Mückenstiche und das wollten wir nicht antun, weil natürlich können wir die Fenster nicht zumachen, die müssen wir auflassen, damit sie Luft bekommt. Und mit hochnehmen ist halt auch nichts, weil sie da rausfällt, beziehungsweise wir würden sie gar nicht hochbekommen, soweit. Genau, und deswegen sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Ich habe heute schon ein bisschen gelesen, habe dann Zimtschnecken, oh, die sind so gut. Also ich habe gestern die Giftlage gekauft, die mag ich auch sehr gerne. Die gibt es ja auch bei Ikea, wenn man die kauft. Kann ich euch mega empfehlen, verlinke ich euch da unten. Oder gibt es auch noch so tiefgekühlte, die habe ich jetzt von meinem Schwager probiert. So lecker. Die werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen und auch ein Päckchen mit heimnehmen. Genau, ich werde mir jetzt die Fingernägel streichen und werde dann ein bisschen Video gucken. Genau, und sonst wahrscheinlich nicht sehr viel machen. Heute machen wir einen eher ruhigen Tag, weil wir alle fertig sind. Mir tut alles weh, weil ich gestern gestürzt bin. Wir sind über eine Brücke, wo genau eine Holzlatte, also die war kaputt. Da war mehr oder weniger so ein Loch drin und ich bin natürlich reingestiegen, bin umgeknackst und habe mich erstmal auf den Boden gelegt. Und jetzt tut mir die Schulter und das Knie weh. Also meinen Arm kann ich nicht richtig heben. Ja, ist doof. Heute in der Früh hat sich Maya noch irgendwie unterm Bett die Pfote eingeklemmt. Und hat sich auch noch angefangen, hat mir mega leid getan. Ja, Maya sind wir auf jeden Fall jetzt immer am Eincremen und Einsprühen, dass der Juckreiz ein bisschen besser ist, aber sie kratzt sich natürlich unaufhörlich, deswegen ja, ist ein bisschen doof. Heute auf jeden Fall ruhiger. Ich habe ein wunderschönes Café gefunden. Geht nicht. Ein wunderschönes Café gefunden hier in Jumbi, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Da will ich auf jeden Fall noch hin mit Alex. Eine süße kleine Bäckerei mit einem Kaffee mit dabei. Und da will ich auf jeden Fall noch hin. Genau. Und mal gucken, was wir dann die nächsten Tage noch machen. Haben ja noch genug Zeit. Ja, jetzt ist Freitag. Das heißt, jetzt haben wir noch, also morgen in einer Woche fahren wir dann wieder am Samstag. Aber das ist noch genug Zeit. Ja, und die habe ich gestern noch gegessen. Da habe ich ja die normale Version gekauft und das ist die salty Version. Schmeckt auch mega lecker. Da werde ich auch noch welche nachkaufen. We'll be right back.
runtergefahren. Und da ist einfach mal die Lagerfeuerstelle mit Holz. Hier direkt am See. Hier einmal See und hier einmal See. Und da gehen wir jetzt runter, oder? Schauen wir schon mal runter. Ich gehe schon mal vor mit der Maya ein bisschen. Wenn es windig ist, ist es ganz schön kalt mit dem Kleid. Jetzt kommt Masi. Der kommt gleich. Mausi, ist der weh du? Das ist jetzt voll da der Gingrim im Bauch. Ist der weh du? Oh, wahrscheinlich ist es ein Aufblasen. Ein bisschen einkaufen gewesen. Alex hat sich einen Eimer voller Süßigkeiten gekauft, M&M's und Schokotaler und Meeresfrüchte und Schokobananen und alles. Und noch ein Getränk. Festes Guanabana Pineapple. Irgendwas mit Pineapple. War nicht so meins, dass es ohne Kohlensäure. Dann habe ich einmal gekauft Bowl Crunch Schoko. Visi Pop, dann einmal die Ballerina Original, für die Kinder so Sprays, einmal Strawberry und einmal, ich denke, Apfel. Dann einmal, ich denke, dass das Onion Rings mit, ich glaube, Hortnütz, Möhr ist Peanut Butter, irgendwie sowas, ist. Mein Papa einmal Lakritz, alle Sorten, einmal Nougat mit Nüssen drin, also Nuss-Nougat, dann die nochmal für mich. Und dann einmal von Marabou Crisp Bite. Polly die Milchschokoladenpfanne. Einmal Dime Normal und einmal Dime Lemon. Genau, und noch einmal einen Riegel von Marabou. Genau. 45 Euro für alles. Ja. Bisschen wild, aber okay.
Tage. Ich muss mich jetzt kurz ins Bett legen, weil ich jetzt Diamond gepainted habe, ungefähr 3 Stunden. Und es geht ein bisschen ins Genick. Ich brauche unbedingt einen Stoffelei. Ja, heute wollen wir zum Pestfriedhof gehen. Ich hoffe, das wird noch was, weil das Wetter gerade nicht so toll aussieht. Aber wir gucken, wie da das Wetter aussieht. Das ist ja 27 Minuten entfernt, deswegen gucken wir mal. Und dann wollen wir heute noch essen gehen. Freue ich mich auch. Und mein Mann und mein Schwager, die machen gerade so eine Köttbullar-Spaghetti-Gericht. Bin ich auch gespannt, wie das wird. Die letzten Tage, die waren ja jeden Tag an den Weiher gefahren. Das eine Mal, da habe ich euch ja gefilmt und gestern nicht. Da sind wir hingefahren, weil das Wetter so schön war, da habe ich mich ein bisschen gesonnt. Mein Mann und unser Neffe, die sind ein bisschen schwimmen gegangen. Ich bin bloß bis zu den Füßen rein, aber damit raus. Ich habe auch die Sonnencreme ausprobiert, die jetzt in der Fairybox drin war. Diese Soldi Ibiza, diese feste Sonnencreme. Ich finde sie gut. Ich muss aber sagen, ich finde, die trocknet die Haut ein bisschen aus, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Und als ich das in die Haare bekommen habe, das hat auch die Haare ausgetrocknet. Also ich weiß nicht, ob da Puder drin ist oder so, keine Ahnung. Also an sich ist sie gut, aber Feuchtigkeitspflege wäre dann auch auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, die Kerze, die lebt immer noch sehr, sehr, sehr gut. Die ist immer noch nicht zur Hälfte abgebrannt. Also dann nehme ich auf jeden Fall noch eine mit. Der Schokoladeneimer, der steht hier oben auf dem Schrank. Wartet, ich hoffe, ihr seht ihn. Hier, der ist schon halb leer. Also wenn ich heimkomme, kugel ich wahrscheinlich. Aber im Urlaub schaue ich halt nicht drauf. Dann muss ich mich halt wieder die nächsten Wochen recht streng um meine Diät halten. Gestern wollte ich Video gucken. Das Blöde ist, dass genau in diesem Zimmer hier das WLAN nicht funktioniert. Jetzt habe ich gestern noch gelesen und habe dann geschlafen. Ja, und so ist heute, wie gesagt, es ist heute Sonntag, ja. Am Sonntag haben in Schweden Gott sei Dank auch die Geschäfte offen. Bin auf jeden Fall gespannt auf das Restaurant. Das hat nämlich der von Airbnb uns geschickt, also dem wir das Haus gehört, also hat das empfohlen. Ich will dann in, ich weiß nicht wie das heißt, da wo der Pestfriedhof ist in der Nähe, ist noch eine Stadt. Und da gibt es auch ein Schreibwarengeschäft und so weiter. Ich will halt noch so Souvenirs finden, weil zum Beispiel meine Oma, die sammelt halt Fingerhüte, meine Mama Magneten und so weiter. Und da will ich gucken, ob ich sowas bekomme. Für meinen Papa habe ich schon Lakritz mitgenommen, der liebt nämlich Lakritz. Und für die Kinder habe ich so ein Spray mitgenommen, die lieben solche Sprays. Ja, und dann mal gucken. Ist auf jeden Fall bisher sehr schön. Jetzt ist schon eigentlich die erste Woche vorbei, leider. Und nächsten Samstag fahren wir dann schon wieder. Leider. Aber hilft ja nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall später. Tschüss.